Hallo Freunde, Hubertus hier von Fishing King. Ihr habt mich darum gebeten, mal ein Video zu machen, euch zu erklären, wie man Schnur auf die Rolle spult. Und das Ganze werde ich heute machen. Und zwar werde ich euch zwei Techniken vorstellen. Die eine Technik ist die ihr machen könnt, wenn der Angelladen schon zu hat. Wenn ihr einfach nur eure Schnurrolle hier zu Hause habt und wenn ihr eure Rolle habt und ihr wollt jetzt einfach selbstständig hier die Schnur drauf kriegen. Wie macht man das ordentlich sauber, sodass ihr nachher am Wasser auch Spaß mit der Rolle habt, dass ihr keine Perücken habt beim Auswurf und so weiter, dass ihr keinen Schnurdrall drauf habt, zeige ich euch eine einfache Technik und dann zeige ich euch meine Lieblingsvariante. Auch das, was ich euch empfehlen würde, ist, in den Angelladen zu gehen, in den Fachhändler, zum Fachhändler eures Vertrauens. Das ist in meinem Fall hier Fisherman's Partner. Hier nehmen wir das Ganze auf und dann zeige ich euch das Ganze, wie das aussieht, wenn das hier ein Fachhändler drauf macht, die Schnur, und was die Vorteile daran sind. Aber jetzt zuallererst mal die einfache Variante, so mache ich es hin und wieder auch. Wenn es schnell gehen muss, wenn ich mehrere Rollen gekauft habe und ich bereite irgendwas für einen Urlaub oder so vor und ich, wie gesagt, schaffe es nicht, meinen Angelladen, dann funktioniert das auch, okay? Funktioniert beides super. Also, ihr braucht im Grunde genommen halt nur die Rolle, die Schnur, ihr braucht ein Buch, ihr braucht eine kleine Schere und holt euch eine Rute. Ja? Und ihr braucht von der Rute nur das erste Teil, wo der erste Ring dran ist. Und dann geht das Ganze wie folgt. Ihr macht die Rolle hier dran, schraubt die ganz normal hier drauf, dann holen wir uns die Schnur und wickeln ein bisschen was ab und dann gehen wir hier mit dem Schnurende von oben, ja, wie ich das hier mache, durch den ersten Schnurring durch, zack, und jetzt machen wir schon mal einen Knoten. Der Knoten ist, den müssen wir jetzt schon machen. Die erste Variante davon, damit wir gleich natürlich die Schnur auch auf die Rolle drauf kriegen, dass der da auch gut drauf sitzt. Und zwar machen wir ganz normal hier einen Chirurgenknoten oder auch Schlaufenknoten genannt. Zack. So, der kann ruhig was größer sein. Ziehen das Ganze kurz hier stramm. So. So, man sieht das hier. Ne? Jetzt schneiden wir das Ganze hier schön sauber ab, weil desto dünner hier die Verbindung ist, der Knoten, desto feiner liegt natürlich nachher auch die Schnur drauf auf. Ne? Also, kurz fein abschneiden. Zack. Normalerweise müssen wir immer mindestens mal einen halben Zentimeter oder bis 3 mm hier drauf lassen. Hier müssen wir es aber jetzt nicht. So, das passt jetzt so. So, und jetzt geht ihr wie folgt vor. Jetzt klappt ihr einmal den Bügel um, weil wichtig ist, dass die Schnur gleich hier drunter läuft. Also unterm Schnurfangröllchen, Schnurlaufröllchen oder Schnurfangbügel. Das muss hier drunter herlaufen und das macht ihr am einfachsten, wenn ihr einfach nur den Bügel umklappt. Ich klemme die Rute hier mal zwischen die Beine. So, und jetzt müsst ihr Folgendes noch machen, habe ich gerade vergessen zu erklären. Ihr geht mit der Schlaufe hin und macht hier so einen Lasso-Knoten und geht hier einmal mit der Schnur da durch. So, zack. Dann haben wir nämlich jetzt hier so einen Schlaufenknoten, so einen Lasso-Knoten. Und wenn wir das hier festziehen, zieht sich das selber zu. Desto fester man dran zieht, desto stärker zieht sich das Ganze zu. Ich wiederhole das Ganze nochmal ganz kurz, wie das funktioniert. Wie gesagt, einfach nur den Chirurgenknoten hier gemacht. Dann gehen wir da einmal, ja, hier mit der Schnur, mit dem Schnurende hier durch. So, einfach hier so durchgehen. Zack, ziehen das hier so zusammen. Und jetzt haben wir das. Weil diesen Lasso-Knoten, den können wir jetzt nämlich auch ganz einfach hier drüber legen, über unsere Spule. Zack, lege ich einfach hier drüber. Ja, kann das Ganze jetzt hier schön zuziehen. Man sieht das jetzt hier schon. Und normalerweise könnte ich jetzt schon anfangen, das Ganze einzuwickeln. Aber man sieht, das Ganze dreht sich manchmal mit, gerade bei geflochtener Schnur, aber auch bei monofiler Schnur. Deswegen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, holt euch noch ein Stück Tesafilm. Ich habe mir jetzt hier schon was abgemacht. Und macht hier noch, hier drum, genau, da drum, weil das ist das, was normalerweise sonst hier durchdreht, gerade am Anfang. Macht ihr einfach mal, halt, erstmal testet ihr kurz, in welche Richtung das gleich aufgewickelt wird. Genau, in die Richtung. Das heißt, wir legen das einmal so hin. Stramm. Ein Stück Tesa drum. Einfach hier so drauf. Wenn der Tesa zu breit ist, könnt ihr den ja auch ein bisschen in der Mitte durchschneiden, sodass es genau hier schön drauf liegt. So, zack, muss nicht komplett rumgehen, reicht, wenn das hier ein bisschen drüber liegt. Und dann können wir hier ein, zwei Wicklungen auch von Hand noch drüber ziehen, schön stramm. Jetzt klappen wir aber das Ganze um, lassen die Schnur hier lang laufen. Und jetzt ist es wichtig,
Jetzt könnt ihr hier schon die ersten Wicklungen machen. Wichtig ist hierbei, dass die Schnur hier an den Fingern festhält, dass ihr das Ganze unter Spannung aufzieht. Manche Leute machen den Fehler und ziehen das Ganze jetzt so viel zu locker auf, mit zu wenig Spannung. Dann hält das Ganze nachher nicht ordentlich oder das Ganze kann durchdrehen. Das wäre natürlich nicht gut. Deswegen jetzt unter Spannung hier die ersten Wicklungen machen. Schön stramm, gerade am Anfang richtig extrem stramm halten. Also, dass man wirklich Schwierigkeiten hat einzukurbeln, weil dann sitzt das hier gerade am Anfang schon mal ganz gut drauf. So. Und jetzt muss ich noch dazu sagen, weil ich wickle hier natürlich gerade geflochten auf. Wenn ihr geflochtene Schnur aufwickelt, macht ihr idealerweise immer noch ein paar Meter Füllschnur drunter. Aber das zeigen wir euch gleich, wie wir das hier, wenn wir das aufspulen lassen im Fachhandel, wie wir das macht. Ansonsten, wenn ihr jetzt keine Füllschnur habt, ja, dann könnt ihr auch einfach nur ein Stück Malerkrepp zum Beispiel noch drunter drauflegen, dass die geflochtene Schnur auf etwas drauf liegt, nicht direkt auf dem Metall drauf. Ne? So, das nehmen wir aber jetzt mal als Beispiel, stellen wir uns vor, wir hätten hier ganz normale monophile Schnur. So, jetzt zu dem kleinen Trick. Ihr geht hin, holt euch wie gesagt das Buch, legt die Route nochmal kurz beiseite und zieht die Schnur einfach durch die Mitte des Buches hier so durch. Oder klappt das Ganze mal kurz auf in der Mitte des Buches. Legt die Schnur hier rein, legt das Buch so hier hin, die Rolle so hinlegen, dass das frei abwickeln kann, dass es frei drehen kann. Und jetzt könnt ihr euch schön gemütlich zurücklehnen, ja, in euren Sessel oder in euren Stuhl. Haltet hier wieder die Spannung, ja, das ist wichtig. Ein bisschen weiter hochgehen, hier die Spannung halten und dann könnt ihr das Ganze einfach nur noch aufwickeln hier. So, wenn ihr schon merkt, ihr habt hier schon drüber genug Spannung drüber, jetzt wie es beim Buch ist, dann könnt ihr das auch einfach nur so laufen lassen, weil das reicht schon an Spannung vollkommen auf. So, wunderbar. Wickelt sich jetzt perfekt auf, die Schnur rollt da schön ordentlich lang und jetzt können wir das Ganze hier schön aufwickeln. Ich drehe es jetzt nicht komplett auf, warum? Weil es geht jetzt hier nur darum, erstmal zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wichtig ist jetzt gleich, dass er das jetzt nicht überfüllt, auch nicht unterfüllt, aber das zeige ich euch jetzt gleich. Wir gehen jetzt direkt mal, nämlich mal hier zum Simon, der wird uns nämlich mal die Schnur an der Maschine drauf machen. Also, so einfach geht's, ja, mit dem Buch oder zur Not könnt ihr es auch ohne Buch machen, wenn ihr jetzt gerade kein Buch zur Hand habt, ihr seid irgendwo auf dem Boot, legt die Rolle einfach auf den Boden. Wenn die jetzt halt so locker hier liegt, dann müsst ihr natürlich immer die Hand hier in der Schnur halten, die hier zwischenlaufen lassen, sodass ihr halt selber die Spannung erzeugt beim Aufwickeln. Der Nachteil ist, dann springt die Rolle hier halt so total verrückt rum, kann sich verheddern, aber das passt auch so. Ja? Also, es funktioniert auch so. Wichtig ist, wie gesagt, nicht zu stramm, nicht zu leicht, dass das schön ordentlich drauf wickelt und dann einfach kurbeln. Fertig. Also, jetzt gehen wir mal rüber und werden uns eine neue Rolle holen und lassen die jetzt mal hier von einem Simon drauf machen. Also, kommt mal mit. Weil es gibt natürlich mehrere Vorteile dafür, oder warum ich das mache, ist, das Ganze hier im Laden machen zu lassen. Ist einfach erstens, geht schneller. Zweitens, wenn ihr euch eine neue Rolle kauft, seid ihr eh meistens im Fachhandel, dann könnt ihr sie direkt bespulen lassen. Und drittens, ihr könnt ganz gezielt, gerade wenn ihr die geflochtene Schnur drauf machen lassen wollt, dann reichen in der Regel immer 150 Meter geflochtene, reichen vollkommen aus. Ja, 130 bis 170 Meter. Mehr geht meistens eh nie von der Rolle runter. So, und wenn ihr jetzt zum Beispiel das Ganze nämlich zu Hause selber machen wollt, dann verbraucht ihr meistens viel zu viel geflochtene Schnur, weil auf so einer Standardrolle sind in der Regel 200 oder 300 Meter drauf. Und wenn ihr die jetzt wickelt, da könntet ihr normalerweise zwei Angelrollen von bespulen. Deswegen mache ich das Ganze immer gezielt hier mit dem Simon. Simon ist hier Fisherman's Partner, Fachberater, hier gehe ich selber immer einkaufen. Simon, du hast mir eben auch noch eine Sache gezeigt, warum es noch einen Vorteil gibt, das Ganze hier im Laden machen zu lassen. Zeig es euch nochmal an der Schnur, das war ziemlich cool. Gerade bei den geflochtenen Schnüren. Schaut mal her, Leute. Wenn ihr die zu Hause aufspult, ihr habt nicht die Möglichkeit, die Schnur mit vernünftigem Druck aufzuspulen. Wenn die Schnur, so wie in dem Fall, sich ohne Probleme bewegen lässt auf der Großspule, und ihr seid dann am Fischen und habt einen etwas stärkeren Fisch dran, kann es passieren, wenn die Schnur zu locker drauf ist, der rote Faden fängt dann an, sich einzuschneiden. Das erlebt man auch hin und wieder mal, vor allem bei einer Multirolle, ne? Bei Multirollen passiert das sehr, sehr gerne, gerade wenn in großen Tiefen gefischt wird. Die Fische werden aus großen Tiefen hochgezogen, beißen womöglich erst auf 20, 30 Meter unter dem Boot. Dann kann es sein, beim Anschlag, bei der ersten Flucht, entsteht so viel Druck, dass die Schnur einschneidet. Später, wenn ihr weiter Schnur aufkurbelt, lässt die sich nicht mehr so einfach rausziehen und ihr habt immer ein Ruckeln drin. Gerade was bei etwas kleineren Fischen Fischverlust bedeutet, weil der Haken lösen kann. Oder im schlimmsten Fall, ihr habt dann einen schönen Header drauf und da hat natürlich keiner Bock drauf. Deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Ich hole mal eine Rolle und wir machen einfach geflochtene Schnur drauf und wir machen es einmal professionell, wie man es machen sollte. Idealerweise immer ein paar Meter Füllschnur drunter.
dass die geflochtene Schnur schön aufliegt, eine Unterlage hat und dann halt ganz gezielt sage ich jetzt zum Simon, ich brauche eine neue Spinnrolle, ich brauche 150 Meter 0,14er geflochtene zum Spinnfischen, zum Zanderangeln zum Beispiel und dann machen wir das Ganze jetzt mal. Ich hole mir einfach mal hier vorne eine Rolle. Es hört sich schon irgendwie fast ein bisschen an, als wenn ich hier Werbung für einen Angelladen machen würde, aber weil ich komme jetzt mit noch einem Vorteil. Ihr könnt euch jetzt nämlich auch noch gezielt hier die beste Schnur geben lassen und ihr müsst nicht die ganze Rolle kaufen. Weil Simon, was würdest du mir empfehlen zum Zanderangeln mit der Spinnrute? Wenn du da reinfährst, zum Beispiel entweder eine 12er, die hat eine Tragkraft von 9,2 Kilo, laufende Meter, kosten jetzt in dem Fall 17 Euro, gibt es auch noch um Länge günstiger bis runter auf ja, 8, 7, 6 Euro die laufenden 100 Meter. Perfekt. Das ist eigentlich die Schnur, damit kannst du. Und ihr habt arbeiten. Hier verschiedene Farben, also ihr habt hier immer, ne, wie gesagt, von der Großspule ist es meistens eh auch noch günstiger und ihr braucht nur, ihr kauft nur die Schnurmeter, die ihr natürlich auch verwendet. Also ihr müsst nicht die ganze Rolle kaufen, 300 Meter und verwendet aber eigentlich nur 150 Meter. Das finde ich das Gute hier dran. Und ihr habt immer noch mal eine Beratung, was für eine Schnur ihr jetzt haben wollt. Wenn das jetzt eine Route ist, eine Rolle, wo es jetzt nicht auf die beste Schnur ankommt, da muss jetzt nicht die High-End-Schnur drauf, dann könnt ihr auch an so eine, was weiß ich, für 8, 9 Euro 100 Meter Schnur. Selbst die sind schon sehr, sehr gut. Ja. Und halt die Jungs, lange. Die testen, die fischen halt selber hier regelmäßig, die testen die Schnüre, die machen hier manchmal auch Tests im Laden, wie viel halten die verschiedenen Schnüre aus und deswegen vertraue ich denen hier auch. So, dann nehmen wir einfach mal hier schön die pinke. Ihr wisst ja übrigens, ne, farbige Schnur beim Spinnfischen, so wie pink, gelb oder orange, hat er eh immer noch den Vorteil, dass ihr die Schnur dann auch noch besser seht. Also okay. Besserkennung. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Machen wir die mal drauf. Wie viel Meter wollt ihr haben? 150 Meter. So, ja. Das Ganze füllen mit einer Füllschnur drunter. Schauen wir uns das Ganze mal an. Du sagtest 150 Meter wolltest du drauf haben? Ja, genau. Machen wir eine adäquate Füllschnur unten runter. Heißt, wie stark sollte die denn sein? Ja, die sollte ungefähr die gleiche Tragkraft haben wie die geflochtene. Okay, das heißt, du machst hier jetzt so eine. Einfach eine monophile. 25er so drauf. Ja, das müsste jetzt eine knappe 30er sein. Mhm. Gehe ich kleiner von dem Schnurdurchmesser, dann haben wir oft das Problem, dass wir wirklich 200, 300, 400 Meter an Unterschnur draufziehen müssen. So, noch ganz kurz, Leute, ihr habt gesehen, der Simon hat jetzt hier einen anderen Knoten gemacht. Was ist das für ein Knoten? Das ist quasi genau der gleiche Knoten, den ihr beim Wirbelbefestigen benutzt. Mhm. Hat halt den Vorteil für uns, er geht schnell, weil wir den jahrelang machen. Mhm. Das Schöne ist, den kann man sauber zuziehen, wenn wir dann später die Schnur wieder wechseln. Ihr möchtet eine durchgehende Monophile drauf haben. Wenn wir dann ein kleines Stückchen stehen lassen, lässt sich der Knoten relativ gut wieder aufziehen und wir können ihn von der Spule runter machen, ohne großartig mit einer Schere oder mit einem Messer auf dem Spulenkern rumkratzen zu müssen. Ist halt ein großer Vorteil. Es gibt noch eine sinnvolle Alternative. Machen wir den einfach wieder ab. Kostet ja nichts. Dafür müssen wir die Spule wieder ausspannen und wir machen ganz normal den scharfen Knoten. Ah ja, den habe ich den Jungs auch schon erzählt. Genau, den gleichen. Dass, wenn man es einfach selber macht, halt, dann mache ich das nämlich auch die Variante. Das sind auch die meisten Knoten, die wir dann bei den Kunden sehen. Wenn wir die alte Schnur über die Maschine wieder runterspulen, braucht man zu Hause nicht zu machen. Das ist wesentlich einfacher, geht schneller. Wir benutzen dafür genau die gleiche Spulmaschine. So, und vor allem, ihr seht jetzt gleich ganz genau, wie viel Meter ihr da drauf habt. Richtig, das Zählwerk zeigt uns relativ zuverlässig die Meterzahlen an. Sag mal, 2, 3, 4, 5, 10 Meter mehr. Macht bei uns den Kohl nicht fett, das wird nicht extra berechnet, wenn wir uns mal auf 154 Meter verschätzen sollten. Und vor allem seht ihr jetzt gleich mal, wie eine Rolle idealerweise gefüllt ist mit Schnur. Also ne, der Simon wird die jetzt nicht überfüllen, auch nicht unterfüllen, sondern genau optimal. So, dass man halt gefüllen. Gut werfen kann. Genau. Und dass man halt keine Perücken hat am Anfang. Und dann hier noch, während der Simon jetzt hier gleich am Spulen ist, auch noch eine wichtige Sache am Rande. Das nur zum Abschätzen, dass wir immer ein gutes Bild haben, lassen wir die Unterschnur meistens schon mit drüber laufen, dass wir für die nächsten Spulen in der Größenordnung gut abschätzen können, wie viel 150 Meter später an Unterschnur brauchen. Okay. Nicht erschrecken, jetzt wird es ein bisschen lauter. Da können wir schon die Unterschnur in vernünftigen Klängen nebeneinander legen, sodass ich, wie vorhin gezeigt, die Schnur nicht wirklich einkerben kann. Das wird schön hier geführt und ihr seht hier genau die Meterzahl. Ich halte schon mal hier drauf. Sieht man das? Cool. So, und noch eine andere Sache. Wenn ihr jetzt hier die Schnur
hier im Laden bespulen lasst und die ersten Male damit ans Wasser geht, dann tut euch selbst einen Gefallen, werft nicht gleich einfach total weit raus, ja, macht nicht so einen brutalen Knüppelswurf, sondern werft die Schnur erstmal kurz ein. Macht mal 4, 5 Würfe, der erste Wurf ist, ihr hängt einfach mal, was weiß ich, es ist jetzt abhängig von der Stärke der Rute, aber wenn ihr jetzt eine Rute habt bis 60 Gramm Wurfgewicht, dann hängt ihr da mal 30, 40 Gramm einfach nur Blei dran und macht mal erst einen 10 Meter Wurf, zieht langsam wieder unter Spannung ein, ja, die Schnur im rechten Winkel schön oder 90 Grad Winkel zur Rute, dann zieht ihr unter Spannung auf, so, dann wickelt die Rolle nämlich selber die Schnur wieder ordentlich drauf, dann macht ihr einen 20 Meter Wurf, dann macht ihr einen 40 Meter Wurf und dann knüppelt ihr mal voll durch und dann ist die Schnur auch sauber, feucht wieder auf die Rolle draufgezogen. Dann habt ihr keine Perücken nachher und so hat man auch Spaß am Wasser. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie das Ganze jetzt verbunden wird. Ja, die Füllschnur habe ich jetzt ungefähr 143 Meter. Mhm. Erfahrungsgemäß müssten da jetzt gute 150 Meter von der 12er geflochtenen wunderbar oben abschließen, sodass ihr optimal werfen könnt. Es gibt viele Leute, die würden jetzt quasi die Schnur einfach drauflegen, festtapen und die geflochtene auf dem Spulenkern wieder festknoten. Ja, meines Erachtens nach ist das Blödsinn. Wenn ihr wirklich mal einen starken Fisch habt, der euch wieder erwarten die 150 Meter runterzieht, verbinden wir die geflochtene direkt mit der Monofilschnur. Ich denke mal, in weiteren Tutorials werdet ihr auf jeden Fall sehen, was für Knoten ihr dafür verwenden könnt. Was machst du für einen? Blutknoten? Ja, sowas ähnliches wie ein Blutsknoten. Ich meine, das ist der verbesserte Grinner. Okay. Das heißt, ich lege einfach eine Schlaufe mit der Monofilen so, und wickel dann um die Monofile mit dem Ende von der Monofilen die geflochtene quasi an der Schlaufe mit fest. So, dann ziehe ich den Knoten einfach nur stramm, sauber, hübsch. Wichtig ist nur, dass der Knoten so klein wie möglich sein sollte, damit er später nicht großartig auf dem Spulenkern hochsteht und ihr beim Werfen diesen Hakeffekt habt, dass die Schnur ruckelnd abläuft. Dann mache ich mit der geflochtenen die gleiche Schlaufe und gehe mit dem Ende von der geflochtenen um beide Schnüre durch die Schlaufe. Und das Ganze, ja, in der Regel so 6 bis 7 Mal, je nachdem wie Lust und Laune wir haben. So, an der Stelle, ihr könnt ja auch den Albright, den einfachen Albright-Knoten machen. Da habt ihr auch nochmal hier ein extra Video, wo ich euch den erkläre, wie der funktioniert. Den verwende ich zum Beispiel ganz gerne, finde ich ein bisschen einfacher. Funktionieren beide gut, halten auch beide super. Beide sind dafür gedacht, um halt eine Monofile mit einer geflochtenen zu verwenden. Also funktionieren beide. Geschmackssache. Und da können wir auch nochmal separat ein extra Knotenvideo zu abdrehen. So, Knoten ist gemacht. Schön sauber abschneiden. Wird die Schnur wieder eingeklemmt, die Führung als Fingerschutz, Maschine auf Null gestellt und dann machen wir jetzt sauber 150 Meter drauf. Wichtig ist dabei, dass wir die Schnur nicht ganz sauber nebeneinander legen, sondern ein kleines bisschen im Kreuzverfahren. Dann passiert nämlich genau das nicht, was wir euch vorhin in dem Video gezeigt haben, dass die Schnur später einkerbt. So, mit den Fingern können wir zusätzlich den Druck steuern. Wie ihr hört, die Maschine läuft schon etwas schwergängiger, dass die Schnur wirklich straff und sauber unten aufgespult wird. Und wenn ich jetzt mal probiere, die Schnur ein kleines bisschen hin und her zu schieben, da bewegt sich im Endeffekt nichts mehr. Und das garantiert euch, wenn ihr 150 Meter drauf habt, ihr werft nur 40 oder 50 Meter, dass dann ein flüchtender Fisch die Schnur nicht mehr unten einkerben kann. Freunde, es sieht so aus, als hätte der Simon ein gutes Augenmaß und der macht das nicht zum ersten Mal. Ja, ihr seht ja, ihr habt eine minimale Kante. Für Leute, die schon erfahren sind, die ja, regelmäßig werfen, kann man auch noch ein kleines bisschen voller machen. So. Aber für Einsteiger ist es immer ein gutes Maß, dass die Klinge auch nicht runterspringt von der Spule. Das finde ich gut, dass du sagst, weil ich erlebe das immer wieder. Wir haben das mal im Forellenseminar erlebt, da habe ich die Spulen nämlich so wickeln lassen für Fortgeschrittene, ja, also sprich noch ein bisschen voller gemacht. Und da hat man gerade bei den ersten Würfen immer ganz gerne mal so kleine Schnurperücke. Das heißt, wenn ihr noch am Anfang seid, ja, noch nicht so oft fischen wart, macht so, wie der Simons gesagt hat, macht die nicht komplett voll. Dann habt ihr weniger Header. Ihr verliert zwar ein paar Meter an Wurfweite, oder? Ja, aber das sind bei Einsteigern, lass es mal 2 bis 3 Meter sein. Genau. Im schlimmsten Fall 5. Genau. Und so, die kommt euch der Fisch gerne entgegen. Eben, die machen den Braten jetzt auch nicht wirklich fett. Deswegen, so würde ich auch sagen, perfekt, sieht richtig gut aus. So kann man damit wunderbar fischen. Cool. Danke, Simon. Bitte, gerne. Hast du noch welche Infos, die jetzt wichtig sind hier zum Thema? Ansonsten haben wir eigentlich alles gesagt. Ne? Ihr habt jetzt eigentlich, ja. Was man allerdings machen kann, es gibt viele Leute, die wollen durchgehende Geflochtene haben, das heißt vom Spulenkern bis nach oben hin zur Abwurfkante.
Da bietet sich das nicht an, die zu unterfüttern, oder ihr macht halt so viel Unterschnur drauf, dass gerade eben unten der Rollenkorpus gerade eben mit der monophilen Schnur abgedeckt ist. Darauf knotet ihr die geflochtene. Ja, und dann habt ihr halt 300, 400 Meter geflochtenen drauf. Meiner Meinung nach vollkommen überflüssig, weil es Schnurverschwendung. Ich mag es so, wie der Simon es hier gemacht hat, mit einer schönen Verbindung. Zur Not, wie gesagt, falls wir mal den Monsterfisch des Jahrhunderts haben, der 200 Meter Schnur von der Rolle zieht, auch kein Thema, weil wir haben ja hier noch einen guten Verbindungsknoten zur Füllschnur. Also, danke Simon. Gerne. So, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, natürlich hier oben oder hier unten abonnieren klicken, dann erfahrt ihr natürlich auch immer die nächsten Videos und vor allem, was mich freut immer, kommentiert das Video. Lasst einen Kommentar da, wie hat es euch gefallen, gerne auch Feedback, auch wenn es euch nicht gut gefallen hat, da weiß ich Bescheid, was wir in Zukunft besser machen können. Oder aber, ganz wichtig, schreibt gerne auch Ideen rein oder wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, Mensch Hubertus, zeig uns mal das und das oder erklär uns mal das und das oder mach mal ein Interview mit dem oder dem, weil wir machen hier nur wieder auch mal, wie hier, wo ich mir einfach einen Experten, der Simon, kennt sich hier natürlich aus, was das Schnurwickeln angeht, dann machen wir auch mal so Expertenvideos. Deswegen, schreibt es in die Kommentare, macht's gut, euer Hubertus, ciao. So Leute, wenn euch, so, euch wird wahrscheinlich auch aufgefallen sein, die schöne Hintergrundposter hier. Man sieht also, dass hier fast ausschließlich nur Männer arbeiten. Okay. Und wenn ihr genau hinschaut, das hat auch was mit dem Angeln zu tun. Die hat hier eine Fliege hinten im Höschen kleben und hier ist eine Fliegenrolle. Ja, also ganz so sexistisch ist das Ganze jetzt nicht hier. Ja.